Bestimme die Definitionsmenge und Lösungsmenge folgender Bruchgleichung. 2x ist gleich 2x² plus 9 durch x plus 3. Bruchgleichungen bestehen aus zwei Termen, die mit einem Ist-Gleichzeichen verbunden sind. Und mindestens einer dieser beiden Terme muss ein Bruchterm sein. Bruchterme erkennt man daran, dass im Nenner eine Variable vorkommt. Bruchgleichungen lassen sich meist über vier Schritte lösen. Schritt 1, man muss die Definitionsmenge bestimmen. Schritt 2, das sogenannte Überkreuzmultiplizieren. Und je nach Aufgabe kann es sein, dass man noch Klammern setzen muss. Schritt 3 wäre dann die dadurch entstandene Gleichung zu lösen, mit bekannten Mitteln. Und Schritt 4, die Lösung mit der Definitionsmenge überprüfen, ob die überhaupt gültig ist. So, Schritt 1, Definitionsmenge bestimmen. Bei Bruchtermen kann es sein, dass für spezielle Belegungen für x der Nenner 0 wird. Ein Bruchstrich heißt nichts anderes als geteilt durch, und wenn es jetzt hieße geteilt durch 0, wäre es eine Division durch 0 und damit nicht erlaubt. Ich muss also hergehen und aus meiner Grundmenge sämtliche Zahlen rauswerfen, für die der Nenner 0 werden könnte. Das schreibe ich wie folgt auf. Definitionsmenge ist gleich die Grundmenge ohne folgende Zahlen. Jetzt muss ich mir alle meine Bruchterme anschauen. Die linke Seite ist in diesem Fall gar kein Bruchterm, also kann ich die ignorieren. Bei der rechten Seite schaue ich mir nur den Nenner an. Der Zähler spielt für die Definitionsmenge keine Rolle. Im Nenner steht x plus 3, also gilt meine Überlegung, für welches x wird denn dieser Nenner hier 0? Als Beispiel, wenn ich jetzt für x 1 einsetzen würde, würde es jetzt heißen 1 plus 3 und das ist 4 und damit ein ganz normaler Term, den ich berechnen könnte. Ich glaube, man sieht sofort, welche Zahl hier rausfallen würde. Für x gleich minus 3 würde es nämlich heißen, minus 3 plus 3, und das wäre 0. Also gehe ich her und schmeiße die minus 3 heraus. Also heißt meine Definitionsmenge, alle Zahlen aus der Grundmenge ohne die minus 3. Nächster Schritt, über Kreuz multiplizieren. Bruchgleichungen haben meist folgende Form. Ein Zähler 1 geteilt durch ein Nenner 1 ist gleich ein Zähler 2 geteilt durch ein Nenner 2. Mit Brüchen zu rechnen ist meist nicht so schön, vor allem wenn in den Nennern noch Variablen drin sind. Also versucht man das irgendwie umzuformen, um am Schluss keine Nenner mehr zu haben. Das funktioniert über das Überkreuzmultiplizieren und dafür muss man sich nur Folgendes überlegen. Man nimmt den Nenner 1 und multipliziert ihn mit dem Zähler 2. Also links unten wird mit rechts oben multipliziert. Das gleiche auch mit Nenner 2, der wird mit Zähler 1 multipliziert. Also rechts unten mit links oben. Dadurch entsteht hier so ein Kreuz über dem Ist-Gleichzeichen und die Brüche werden dadurch umgeformt zu den ganz normalen Gleichungen. Probieren wir das für unsere Gleichung hier aus. Ich fange immer mit dem Zähler 1 an. So, in unserem Fall hier habe ich links keinen Bruch stehen. Also mache ich mir im Prinzip eine kleine Hilfe und sage, 2x ist ja nichts anderes als 2x durch 1. So, und jetzt kann ich ganz normal nach diesem Überkreuz multiplizieren vorgehen. Der erste ist 2x mal. So, jetzt kommt hier noch das mit den Klammern ins Spiel. Sobald ich eine Addition oder Subtraktion im Zähler oder im Nenner hätte, muss ich Klammern um den ganzen Zähler und den ganzen Nenner setzen. Also hier kann ich an dieser Stelle gleich Klammern machen. Das hat folgenden Hintergrund. Würde ich jetzt ganz normal ohne Klammern vorgehen, würde es jetzt heißen 2x mal x plus 3. Ja, genau. Ohne Klammern würde es jetzt in dem Fall weiter bedeuten Punkt vor Strichrechnung, das heißt 2x mal x plus 3. Diese 2x müssen aber mit x und 3 multipliziert werden. Also ist an dieser Stelle die Klammer ganz, ganz wichtig.
So, zweiter Schritt, Zähler 2, das wären dann die 2x² plus 9 in Klammern mal Nenner 1, also mal 1. Als kleiner Tipp, wenn der Nenner 1 ist, dann kann man diesen Teil auch einfach weglassen. So, Schritt 3, Gleichung lösen. Wir haben jetzt wieder eine ganz normale Gleichung ohne Brüche mehr. Die können wir mit Hilfe von Äquivalenzumformungen ganz normal lösen. Erstes wäre die Klammern zu entfernen. Das sind alles Malklammern, das heißt, die werden über das Distributivgesetz aufgelöst. Faktor Vorderzahl mal ersten Summand plus Faktor Vorderzahl mal zweiten Summand. Das gleiche ist hier, auch wenn jetzt hier der Faktor hinter der Klammer steht, aber ist ja egal. Dann würde es heißen, 2x mal x sind 2x². X mal x sind x². 2x mal 3, 2 mal 3 sind 6 und dann kommt noch das x mit dazu. Ist gleich 2x² mal 1 bleiben 2x² und 9 mal 1 bleibt ebenfalls 9. Jetzt geht es an die Strichumformung. Man sieht vielleicht schon, hier sind 2x² und hier sind 2x², die würde ich wegbringen mit minus 2x². Dann verschwinden sie auf der linken Seite, bleibt noch 6x übrig und sie verschwinden auf der rechten Seite, bleibt hier noch plus 9 übrig. Jetzt würde man hergehen und sagen, man sammelt alle Zahlen mit Variablen auf der linken Seite und alle Zahlen ohne Variablen auf der rechten Seite. Das ist in diesem Fall schon passiert und vollständig, also brauche ich hier mit der Strichumformung nichts mehr weiter umformen und ich kann gleich weitergehen und teile durch die Zahl, die vor dem x steht. Das wäre in dem Fall meine 6, also geteilt durch 6. Und dann folgt daraus, x ist gleich 9 geteilt durch 6, das sind 1,5, also x gleich 1,5. Jetzt kommt Schritt 4. Als Lösung für die Gleichung habe ich jetzt berechnet, x muss 1,5 sein. Also überprüfe ich, habe ich die 1,5 vorher rausgeworfen oder nicht. Ja, hier steht ja, ich habe nur die minus 3 rausgeworfen. Also ist die 1,5 eine gültige Lösung und somit wäre auch meine Lösungsmenge die Zahl 1,5. Und die Bruchgleichung ist hier jetzt vollständig gelöst.